Prost, guten Morgen. Ich schneide für euch. Dreiviertelstunde habe ich noch. Mal gucken, wann die Mutti kommt. Na, wenn die Mutti kommt, dann wird's interessant, denn gibt's nämlich Frühstück für mich. Bis dahin schneide ich den Vlog von gestern. Hallo. Da ist sie ja schon. Das ging ja schnell. Na dann gehen wir mal. 8:53 Uhr. 53. Machen wir ab in den Laden. Ins Ladli. Ja, das war sehr, sehr lecker, Marlies. Es ist ein unglaublicher Stink, aber. Wieso läufst du denn? Natürlich will ich die machen. Nicht irgendwo wieder mehr sie kreuzen. Ja, du hast sie ablenken lassen vom Regen, glaube ich. Nee, vom Regen. Ach so, oder so. Guten Morgen. So, also ist jetzt mal nichts los draußen. Nur dumme Quatsche. Jetzt ist es 11:30 Uhr schon. Und ich habe hier einen Liefer. Der Teig gestern gekauft. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das repariert bekommen. Oder hier hingerichtet. Hergerichtet, nichts hingerichtet. Hingerichtet. Richtig hingerichtet. Die Lampe ist erstmal ein hohler Vogel hier, das habe ich gerade gemerkt. Da ist keine Elektronik mehr drin, das können wir uns sparen. Die kann dann schon mal Müll. Was man hier beschäftigt, ist nur mit Rumschraubereien, ja, so Kleinkram, wie man den hier so abhat. Unglaublich. Kleber rauf und weg. Jetzt kommt da noch einer. Nein! Guten Tag. Mal sagen, jetzt kommt doch noch einer. Kommt ja keiner mehr hier. Na? Technische Probleme. Ja, nein, ich habe mir noch gesehen, einen Leitreifen von dir mitgenommen. Ja. Ja, der eine hatte einen Materialfehler. Entschuldigung, könnte ich mal kurz was fragen?
Ja, bitte? Ich hab, bei mir steckt gar nicht so ein Teil in der Mitte drin. Na, vielleicht hast du ein anderes Ventil. Mit welchem muss ich das denn dann aufpumpen? Auch mit dem gleichen. Mit dem, ich dachte immer, das wäre normal gewesen. Aber erstmal den Hebel öffnen. Ja, so. Ja, das ist klar. Vorne habe ich ja auch. Ich habe immer hier mit gepumpt. Aber das sieht so aus. Ist das normal? Das ist ein Autoventil. Da müssen wir das große Loch machen. Ja. Das tut mir leid, aber du musst damit zumachen. Ja, kein Problem. Nee. Was machen wir jetzt dann hier? Wir wollen jetzt mitgehen, dass du mir da was. Ja, denn Akku leer? Wieso denn bitte? Weil du kannst natürlich auch was bauen, das sind ja schon ein bisschen relativ verbogen. Selektiv verbogen. Selektiv verbogen, aber er könnte noch was bohren und. Man könnte was bohren und dann ist halt sowieso wieder runterbiegen. Aber ich, man kennt die Dinger, hast du zu viel Gewicht eigentlich. Ich hatte den echt lange ja gut gehalten und dann irgendwie so diesen Sommer in Brandenburg zu viel Kopfsteinpflaster und dann ist es natürlich gebrochen. In Brandenburg zu viel Kopfsteinpflaster? Ja. Naja, gut, Berlin ist ja auch nicht. Bestimmt, aber da kennt man ja die Straßen, die man vermeiden muss. Ja, genau. Aber, also, macht ihr so, würdet ihr euch das angucken so was, oder ich weiß gar nicht. Was eine Idee haben? Ja. Ja, also ich habe ich hab genau den gleichen, ja. Aber... Muss man ja einfach nur ein Loch nach unten setzen, das Loch ein bisschen platt drücken, größer machen mit nächste und wieder an. Ja, das setzt ja alles, da muss man dann machen. Ja, wenn du irgendwann mal entbehren kannst, lässt es da. Ja. Muss erstmal ankommen. Ja. Ah, bin ich wieder. Ah, was wollte ich denn hier eigentlich? Gar nicht, wa? Ich kann es ja auch anschließen. Brauchen. So, ich bin nötige. Ich bin nötige. Was ist das für ein Ding? Was ich benötige. Für was? Fürs Reifen? Schmeißen wir sind. Ist doch wieder. Ich weiß nicht, voll ein bisschen. Das ist immer voll. Das ist voll. Siehst voll. Siehst. Ich hab. Hinlegen könntest du das jetzt. Da ist ein Haken frei oder noch mal an der Decke. Das ist aber gefährlich. Ne? Nö, Hinterrad. Nicht Vorderrad, Hinterrad. Das ist nochmal einkaufen gehen, oder? Hinterrad. Ey, da komm ich nicht ran. Ne? Ein Auftrag habe ich jetzt. Das ist unglaublich. Heute kein Material. Dass sie vielleicht nicht unbedingt gleich rausfallen. Wirklich Glück, ja, wunderbar. Leg! Das leuchtet. Shiny, shiny! Fett! Ja, jetzt brauche ich Fett. Okay, gleich. Ja. Bitte. Dankeschön. Dankeschön. Vollgepumpt. Mr. Grease! The Grease Song. Grease. The Papa Grease. Kennst du unseren Grease Song? Ja, ich glaube schon. Kennst du den Song von Thomas Müller? Ja? Ich werde für den Eismann. Was für ein Eismann? Ich gab's nicht klingeln hören. Nee, der ist da vorne. Ja. An der Baustelle. Ja. Cool. Da ist man auf der Baustelle. Hinten. Wo?
Was? Da wohnt auch mit Katharina als Essen. Ach, du meinst bei Lampke? Nein. Ja. Was? Wie? Und Nicke? Ja, bring mal. Mit Lisa Eis essen. Das muss man erstmal transportiert bekommen, das Eis. Ach so, eben. Und ich muss bluten dafür, oder was? Damit ihr Eis essen geht. Ja, damit wir Eis essen können. Ja. Und er muss hier arbeiten und bluten und du freust dich. Ja. Ja. Wie kann das denn so? Ihr kommt einfach rein und zieht ja, die Hand. Tschüss. Ja, echt, ey, komm mir vor wie ein Bandi. Nimmst du echt die Kohle raus und plopp. Einfach weg. Voilà. Lässt sich weg aus. Illuminati! Ja, so ist das mit der Familie. Muss man investieren, muss man eine ganze Kohle hin. Ja, dann brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Ich weiß, wo die Kohle ist. In der Schule der Kinder. Achtung! Samtkohle. Namen auseinanderbauen, ich bin der neue Achim. Hey, schön. Alter. Achim war heute da. Echt? Ja. Achim war heute. Hat er abgeholt? Nee. Vorhin kurz mal. Ja, wieso sollte er? Durfte er eigentlich. Habe ich ihm jetzt nicht gesagt. Also musst du dann mir Bescheid sagen auch. Ja gut, er wusste es aber, wo es ist, ne? Da bei dem silbernen Rahmen. Das hast du mir gestern Abend gesagt, aber ich weiß ja nicht, was damit jetzt ist. Du warst dir ja uneinig. Ach so, aber er hat nicht nachgefragt, oder? Viel zu fest. Boah, was ist denn das? Springt? Nee. Ist doch einfach scheiße, ne? Ja. Was ist denn das? Na, das ist aber vorher einmal freigelaufen dagegen. Jetzt, du bist der neue Achim. Ja. Ich bin ja erst mal festgemacht, weißt du? Ja. Ja, ich habe auch nur Leute, die Namen zerstören. Sag mal, was ist denn los? Das hat immer einer aus meinen Schuhen voll gemacht. Ja, jetzt weiß ich wieso. Ist einfach nur drin so ein bisschen Alkonus. Ja, warte mal, ich muss mir halt nochmal angucken. Mal noch. Ja? Wollen wir mal die Alexander mal aufschneiden? Schön wär's. Ich hab noch eine offene Halte im Keller. Ja, du kriegst ja endlos viel. Wie das hier Video, wieder mal. 1001 plus 1 noch. 3,0. Ja. Hast du mich ja gar nicht dran lassen. Das schraubt sich immer besser, aber. Jetzt hast du dreckige Hände. Fettige Hände. Ich kann das sowieso immer. Immer schön schleimig, weil da wohl noch Kryptonit drin ist in dem Fett. Kryptonit? Warte mal, lass mal. Du hebst das ab. Das geht schwer wieder auf. jetzt ist es komplett versaut. Verbogen ist es ja. Das ist mit Absicht. Das so? Wir sammeln das jetzt. Ja. Ja, ich muss mal erstmal anders. Erstmal anders. Das ist mit dem Dreck. Hol mal Fucking mal. Was selber, Junge. Ja, Mann, so ist das richtig. Scheißegal, ob Velostil oder nicht, da muss man schon ordentlich behandeln. Nicht so stiefmütterlich. Stiefmutterlich. Mutterlach. Schon so ein Steckig, der Reifen hier. Ja. Das ist ja eigentlich ganz cool. Weichenspannung, also so Tester, die auch testen. So, Ditte haben wir, also neue Fette, die streng drauf. Setzen wir halt auf.
Jetzt dürfte es auf alle Fälle nicht mehr so kratzen, zumindest nicht von der Seite. Da müssen wir die andere Seite natürlich jetzt genauso ordentlich machen. Das ist ja logisch. Geld machen so, Alter. Ja. Das lohnt sich nicht. Das frustriert mich jetzt schon. Was? Frustriert? Ja, genau. Lappen haben wir jetzt auch nicht. Ja, sie haben das unsere eigenen Lappen. Nee. Die Lappen kann ich dir jetzt nicht anbieten. Ja, musst du irgendwelchen. Kann ich theoretisch damit das auch durchschneiden? Ne? Kannst du ihn auch jetzt schon kürzen? Achso, okay, dann kürzen wir den jetzt schon. Ja, die Zange, ja. Ja. Ja! Tschüss! Danke! Bitte! Ja, auf alle Fälle kommt der schneller jetzt. Das ist schon okay. Jetzt kann er neue. Endlich kann die neue Decke ruf. Ja, quietsche Grün haben wir schon. Und dann sind wir endlich mal fertig mit dem Rad. Hat sich ja mal wieder ja nicht gelohnt. Ich meine, sieht optisch ganz geil aus dann bestimmt. Dann werden die auch noch ein bisschen umgestaltet. Jetzt kommt Arbeit, ja? Velotraum oder was? Velo, das Gelbe. Der Velotraum. Die Kinder haben was hier gelassen. Ja, richtig. Können Sie was gebrauchen? Können Sie was gebrauchen? Merkt ihr das, wenn ich zugucke oder kann ich so gucken? Jetzt? Achso, jetzt? Ja. Okay, gut, okay. Dann kannst du auch bei YouTube gucken. Kannst du auch bei YouTube gucken, ja, weil wir nehmen ja alles auf hier. Du bist ja jetzt sowieso bei YouTube schon. Ah ja, super, hallo. Deswegen. Hallo YouTube. Aber nicht live chillen. Doch später, heute Abend dann. Kommt du, machst du alles drauf? Alles auf YouTube? Also komplett hoch? Naja, na, 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 interessant ist natürlich oder so. Ne? Wenn dann so was kommt wie so ein Utopia oder so, das ist also dann ist das ja mal was anderes. Ist kalt geworden von dem Druck, ey. Das ist natürlich auch so eine Sache. Pedalen ab. Ist natürlich auch so eine Sache bei den Dingern. Mit diesen Schalen haben wir nämlich oft Probleme. Ich verstehe auch nicht, warum die so tolle Räder und dann solche Plastikdinger. Ja, aber die Lager, die drin sind, sind gar nicht so schlecht. Ja. Und 10 Jahre alt ist er jetzt auch nicht so alt. Da können wir ja echt noch Glück haben. Wir haben ja so eine Dinger, die sind 20, 25 Jahre. Nein, nein, so alt. Diese FAG. Aber also, Utopia gibt es ja schon eine Weile, oder? Ja, klar. Utopia ist die Firma. Interessant. Wir lesen, dass die geklebt sind auch noch, ne? Zu allem Übel. Was man jetzt hier klebt. Die Lager, den Plastiklager. Ja, nicht nur geschraubt, sondern geklebt. Auch noch? Ja. Guck mal, Tommy, wie der festklebt. Was bitte? Der Reifen an den Mantel. Also, er ist rein vulkanisiert. Musst du gucken, wenn da ein Flicken dran ist und du das so abziehst, dann kann es durchaus sein, ja, ja, dass, er dann, bei dem dass er dann kommt. Das liegt ja schon bei dem anderen. Jetzt ein großer Schweinchen. Wird schon mal schwer. Aber ich bin beim dreckigen Pfoten, ey. Hör bloß auf. Dreckige Pfoten, Heiko. Ja, wegen guten Reifen jetzt hier. Ja, nicht wegen Lager. Also nach hinten rum ausschrauben beide. Ist klar, ne? Das wisst ihr.
Und nach vorne dreht sich BSA. Ich habe auch so einen Abzieher, da habe ich mir mal einmal so eine ganze Kurbel mit versaut. Ich weiß auch nicht, obwohl der eigentlich passen sollte. Mhm. Naja, kommt doch mal an, ob das ist schief drin geschraubt ist. Ja, das habe ich halt, denke ich mir, nicht gemacht. Warte mal, wir machen das mal anders. Ich mach das mal hier, dann mach ich das mal da, dann mach ich das Rad mal weg und dann setze dich mal auf den Besucherstuhl. Genau. Okay, also bin ich richtig im Vollprofil. Vollprofil. Vollprofil hin, Vollprofil her. Du bist Zuschauer. 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 Das ist der Stuhl, da kotzen sie alle aus. Da haben wir schon Sachen, Mann. Ey, das ist so schießend. Sprechstunde. Dann schiebt er mich nach oben, so, wenn wir nicht so viel meckern. Oder ganze den Nein, ist alles cool. Ah, doch, der geht da hinten hoch zum Pumper. Ist ja total gemütlich. Der ist sau gemütlich, ja. Wolfgang klagt immer, wenn er dann 3 Stunden drin gesessen hat. Oh, jetzt tut mir aber der Arsch weh. Sagt er immer, ja, da musst du 3 Stunden da sitzen. Ist natürlich auch so eine Sache, wa? Das ist halt eh auch ein bisschen viel. Boah, hier sind so viele Zahlen. 1/5, 1/1, ey. Das also, schreiben viel zu viel Sinn. Echt, ey, so behindert, wa? Damit man den auch kauft, weil man weiß, was draufsteht, wa? Damit man was zu lesen hat, meinst du, oder so? Hauptsache kaufen. Hauptsache lesen. Wo ist der Pumpe? Die hast du unten. Ja, da, die hier. Die hier? Ja. Da baue ich dann eine Holotech 2 Lager rein. Oh! Der Mann rüstet auf. Haben Sie einen Müll? Haben Sie? Schrottmüll. Ja, komm mal, einen Schrott haben wir hier. Also hier? Das ist nur Schrott, das ist Plastik, wir trennen nämlich, wisst ihr? Ja. Das ist also Metall und das ist Plastik. Das ist ja alles Plastik. Mal her. Das ist doch alles Kunststoff. Ja. Das ist alles Kunststoff. Ja, danke schön. Nicht, ja, wir können das nicht alle zusammenhauen. Das geht nicht. Hast du gemacht? Hab ich gemacht, hab ich entsorgt, sagt er. Holotech. Nimmst du die mit oder könnt ihr? Nee, nehm ich mit. Nimmst du mit? Hast du eine Tüte oder was? Genau, dann müssen wir gleich mal gucken. Tütchen. Welches Holotech 2 Lager soll es denn sein? Nein, XT wenigstens. Wenigstens XT. Die kosten ja nicht viel. Nee, die Lager kosten nicht viel. 80 Euro oder? Nee, 80, 20 Euro. Inlager nicht. Also das Inlager 20? 25 oder so. Das Lager. Das Beste. Das andere ist ja teurer. Die Kurbel. Kurbel, wenn du die hast. Ne? 40 Euro gebraucht. Die Alphin, nein, nicht gebraucht. Der will ja neu. Die Alphin habe ich neulich geholt für knapp Money. Mit Lager zusammen. Bei eBay das Ding für 50 Euro, glaube ich, gekauft. Komplett XT mit Holotech 2 Lager. Schön, stabil. Neu? Nee, gebraucht. Ja, wollte gerade sagen. Ja, ja, und dann ein anderes. Ach so, ja. Aber bei dem Lager würde ich nicht gebraucht holen. Das Lager hole ich nicht, weil die Lager sind ja noch dünn, noch kleinere Kugeln. Aber da kommt man besser dran. Die kann ich selber erregen. Die kann ich nicht selber machen. Ja, das ist. Zieh ab. Das war mir ein langes O. Hallo selber. Hi. Oh. Ja, bitte. Fahrrädchen holen. Welcher ist er denn? Na, der Bolide da vorne. Der da. Ja. Was ist los? Sag mal, Thomas, kann ich dir das Geld vielleicht morgen geben? Hä? Bitte. Willst du aber auch nicht wiederkommen, Alter? Ich seh das doch schon. Rechts damit durch. Ja, ich hab das gesagt. Paper? Kann ich auch. Kannst du auch abfotografieren und schneiden. Wir müssen uns von zu Hause aus machen. Das ist ja eh lieber. Der Konto und dann ist wieder. Musst du nur oder machen. Wie auch immer, musst du dir einnehmen. Die Adresse brauche ich hier. Gut. Schaffst du denn alleine hoch? Das schaffe ich. Okay. Und wie teuer war das jetzt für den Huni? 81. 81. Nee, nicht. 36 plus 45? Ach, nee, mehr, tatsächlich. Ja? Nee, Quatsch. Nee, 81. Ja, das ist cool. Nicht schön. Danke, ne? Das ist so schön. Naja, mit Trinkgeld nur nie halt, ist ja klar. Ja. Und an Freunde, ne? Ist klar. Oh.
Nicht. PayPal an Freunde, ansonsten kostet es wieder 5, 6 Euro Gebühr für PayPal, die nichts machen, außer nur imaginär Geld hin und her schieben. Ja. Da könnte ich mal echt nur aufregen. Es ist mal eine schöne Methode. Hast du da eine Versicherung drin? Zu bezahlen? Oder? Ja, eine Versicherung. Was? Die hat, ist ja kein Ferngeschäft hier. Ja, ich weiß doch, was du meinst. Ah, Freunde, gucken, wie lange das noch geht mit der Freunde. Haben sie mich schon mal gesperrt mit Konto? Freunde. Ja. Friends. Ja, ich hab viele Freunde. Ja, soll mal sehen. Ich hab not just me, buddy. Jetzt hat doch jeder sehr viele Freunde. Okay, ciao! Das ging jetzt aber schnell. Ja, wenn sie, solange sie nicht bezahlen müssen, sind sie schnell wieder weg. Guck mal, huch, ist schon wieder da. Hast du eigentlich zufällig so einen Rahmen, sowas in der Art, manchmal da? Hä? So einen nee. Rahmen? Nee. Hallo! Bist du so hey, Ska! Hallo! Na? Vorsicht, 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 Vorsicht! Fallen Sie vorsichtig, junge Frau. Komm her. Komm her. Oh, hallo. Ich durfte mit Wasser spielen. Back in the nature, back in the nature. Hallo. Cool, oder? Also, fein hin, ihr denkt dran, hier ist überall was auf dem Boden. Ja? Anouk ist noch nicht wieder da, ne? Noch nicht wieder da, woher? Ich hab keine Ahnung, ich bin hier unten. Ich bin gefangen im Keller. Ja, ich bin gefangen in der Wohnung. Ja. Ja, dann können wir uns beide ausfallen. Wir treffen uns zum Gefangenen. Stretch. Okay. Wir haben uns ganz schön gestretcht. Naja, die muss ja eigentlich für ihre Arbeit noch lernen. Ja. Ich hoffe, die vergisst das jetzt nicht. Ja, natürlich vergisst sie das. Ich hatte das mehrfach gesagt, bevor sie den Heim ist. Na gut. Ich bin cool. Die Kette, die abspringt. Mami, kommst du? Ja. Improvisierte Kettenführung. Okay. Mhm. Da sind die ganz stolz drauf. Eine Schweizer Kettenführung heißt das. Ein Schweizer, Olaf? Er ist ja stolz auf seine Kettenführung. Ja. Achso, ein Olaf, achso. Knopfhoff. Das ist ja kein Olaf. Nee. Doch. Haust einfach ab, du Rabenmutter! Das sieht ja schon fast so aus wie ein Rohloff. Knochhoff! Alfine. So, guten Tag. Da bleibt mal Alfine, ja? Ich komm da mal raus. Fertig. Rücklieferung von diversen Werkzeugen. Ja, das ist gut. Boah, ey. Schön, wenn man wieder ankommt. Ich kann auch mal wieder Lust mehr. Naja. Ich wusste nicht, was natürlich nicht, ich weiß nicht, auf dich bezogen ist. Ja, ich sagte nicht, ich sage ich, ja, ja. Feierabend. Ach, oh, das ist toll. Ich finde die Farbe toll. Ja. Ja, warte. Denk dran, das ist eine Papiertüte. Ne? Ja. Ja. Scheiße, wenn du mal hinter diesen Balken möchtest. Ja, ja, ja. Ja. Durchhalten. So, danke, jawohl. Tu mir. Durchhalten! Haben die anderen verschleißen gerade aufschreiben? Die haben sie nicht. Schon gut. Ja, bleib mal fit. Ich bin sowas von fit. Ich habe eben hier eine Stange aus dem Boden gezogen. Ich komme mir vor wie ein Schwergewichtheber. Die andere steckt bombenfest. Ja, die andere, die hatte ich gelöst am Haus, die Seite, ja? Ja. Genau. Die war schon lange locker. Die habe ich schon mal bearbeitet. Ja. Ah, deswegen. Und dann dachte ich mir, ach nee, ich lasse sie doch drin, ja. Weil wir sie ja erstmal zum Abstempeln benutzt haben. Ah ja, klar. Richtig. Nu ist weg. Nu ist, ja, ist, nu ist weg. Die und läuft leer. War noch voll Wasser. Die war voll Wasser. Ja, genau. Ich hab's jetzt umgedreht und da sind so drei Rostlöcher dran, da piept sie jetzt raus. Nun gut. So, das war dieses. Ich bin gleich wieder da. Geht weiter. Er zieht immer weiter. Mann, wem sagst du das? Am Horizont geht's weiter. Hä? Ein neuer Tag. Ja, ein neuer Tag. Aha. 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 Der Hausbesitzer. Das war der Hausbesitzer? Nein. Nee, der Freund von mir. Das ist toll. Sonst würde das auch nicht funktionieren hier. Ja. Hab ich auch schon mal gefragt, das ist ja eine riesen Fläche hier, die hast. Ja, 150 Quadratmeter. Der braucht halt auch Beschäftigung, der Hausbesitzer,
Was sagst du? Der kann nicht einfach rumliegen und nichts machen. Nee, der ist auch aktiv ohne Ende. Und der müsste ja auch nicht. Weil der normalerweise ist eine Verwaltung, zack, und fertig und ein Handwerker. Der macht alles gerade lange in die Ohren. Der macht selber. Der macht alles selber. Der ist aus dem Alter, vom alten Sport und Korn. Die haben 1912 wurde das Haus gebaut, 1913 haben sie die Dekor auf die Familie. Seitdem in Familienbesitz, ohne Verwaltung. Ist das super. Ist ideal, besser kannst du nicht rufen. Nein. Kann man das Ding nicht einfach dran lassen und dann irgendwie so rausziehen? Auf gar keinen Fall. Fertig! Tante! Ja. Geht überhaupt nicht. Aber geölt ist es, naja, gut. Weil die Achse muss doch raus. Ich glaube, wenn man hier losrennt, dann geht die dran. Ne, die ist ja von beiden Seiten. Beiden Seiten fest. Das haben wir jetzt schon. Ja, das ist ja auch nicht so, dass du zum Beispiel aufsetzt oder so. Und der ist noch nicht so alt, ne? Wahrscheinlich kannst du noch ein paar Jährchen hier zusammenarbeiten. Noch nicht ganz so alt. Seine Kinder sind mit unserem befreundet. Alles gut. Hoffe ich. Ich meine, ich hoffe aber auch, dass ich jetzt nicht hier mehr noch 20 Jahre drinstehen muss. Ehrlich gesagt. Dass die Kinder das machen, dann bist du so in die Rente in 20 Jahren, oder? Oder das hält man ja einfach nicht aus hier und nimmt keine Ahnung. Das darf man ja auch nicht verhindern. Ja, das war mal ganz witzig irgendwie, aber ich stehe schon 10 Jahre hier in der Feuchtigkeit, in dem teilweise Schimmel. Und ja, ja. Es ist ja besser geworden jetzt mit der Zeit, aber irgendwann muss ja auch mal Tapeten wechseln. Unter der Werkbank. Ah nee, Quatsch, ist ja bohren. Ja, aber mach unter der Werkbank. Ja, ja. Mach ich unter der Werkbank. Mach, genau. Aber lass sie nicht erwischen dabei. So, die kommen in Schuppen. Wo kommen die Keile hin? Die Keile sind im Holzraum. Auch im Holzraum. Und das ist also lieb, gib mir mal einen Feger und eine Schaufel. Ja, gesehen? Bitte schön. Keine Probleme. Aber du willst dich komplett umsatteln in einen anderen Beruf oder was? Nee, ich habe ja viele Berufe sowieso. Also ich nehme ja umsatteln. Ich habe alles schon durch. Deswegen, so schlimm ist das auch nicht mehr. Die passt nicht. Das ist übrigens dann für Holotech 2. Naja, ah, so ein Ding habe ich. Die sind ja butterweich anzuschauen. Kacke da. Genau, der. Na, Glück. Die Seite Schale löst sich ja immer gerne. Die andere Seite ist die schwierige. Aber wie gesagt, wenn es nicht seit den 90ern drin ist, hat man echt noch Glück manchmal mit dem Tretel. Ja, weil die werden ja weich, nicht weich, Quatsch, eben nicht, sondern die werden dann hart. Ja, und wenn die lange in der Sonne standen oder so. Und Räder stehen ja nun mal draußen, der Weichmacher ist raus und dann irgendwann gammeln die schon ein bisschen fest. Ja, dann flupp, klappt das ab und das war halt. Dann kannst du das ausbrennen, aussägen. Also meist machen wir schlagen wir dann den Rest von der Außenhülle weg. Dann kannst du das Lager raustreiben und dann und den Rest aussägen. Und dann musst du auch wieder die Winde nicht kaputt machen. Und dann musst du auch für so eine Pecher sieht die Winde dabei kaputt. Du musst noch neu schneiden. Aber wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Da brauchst du nicht mehr neu schneiden, da kriegen wir das Lager drin, weil da ist so viel Kraft drauf auf so einem Lager. Deswegen kannst du das bei den alten Rahmen, bei den jetzt alten Rahmen, kannst du, sagst du vorher mit an, könnte passieren das, dann geht nur noch ein. Temperaturlager. Das ist ja so weit ohne Gewinde. Die kommt dann gegeneinander. Fliegt der noch oder steht der irgendwo in der Ecke? Ja, der kommt eigentlich da an die Wand. Den habe ich jetzt mit diesen hässlichen Bögen hier ersetzt, aber schau mal einfach den. Oh. Lager willst du mitnehmen? Ja, weil immer ganz frisch ist es noch nicht mehr. Läuft schon sehr, sehr trocken. Also ja. Sehr, sehr einfach. Weißt du ja, wie mit den Pedalen, die man so anschubst und lange drehen, wo alle sagen, oh, das läuft aber gut, aber das läuft gerade schlecht, wenn es ziemlich lange läuft.
Ja, das hat bisher das gut gelaufen, aber. Ja, klar. Nee, nee, also so läuft es ja auch noch. Das geht jetzt andersrum auf, ne, oder? Nee, auch. Oh. Auch nach vorne. Ja, geil. Ach, super, mein Gott. Ja, ist auch ein Zauberzeug. Wenn hier so ein Zeug hast da. Das ist aber auch bald alle bei mir. Da muss ich wieder auf Wirt umsteigen. Karamba, was hast du? Nee, das ist so ein aus den 80er Jahren noch. So ein Turbo-Zeug, wahrscheinlich heute verboten. Das riecht ganz komisch. Aber die haben da alle mögliche Chemie entschärft. Alles war tiefer. Wahrscheinlich ätzen mir jetzt die Schleimhaut hier. Aber das ist wirklich genial. Ich sprüste ja offen, das macht so richtig so. Kss. Ja, man merkt, wie es arbeitet da dran. Ne? Ja. Der kriegt da in die Ritzen drin. Das gute Ding wird jetzt vergewaltigt, das Fahrrad kriegt einen Hinterradmotor rein. Ja. Okay, offener wie viel Gang Schalter? Offener 9 Gang, einmal 9. Vorne 30, hinten 36, 11. Ach, eine Kettenschalter? Ja, Kettenschalter. Ist das breit genug? Ja. Bitte? Ist das breit genug? Was meinst du, breit genug? Einmal mal was hinten. Passt das für Kettenschalter? Ja, da, guck mal, da ist ja auch so ein Ding dran. Das ist für alles. Da kannst du alles, kannst von Rohlauf bis. Ach ja, klar, Rohlauf hat ja die Einbaumreite, stimmt. Ja, Rohlauf ist ja die Welt. Ich wusste nicht, dass die Alfinen nicht hoch, aber klar, die hat lang viele Spacer, viel Platz. Ja, bei den Nahmotoren habe ich nämlich gerade da mit 3 Gang. Ach so, ne, ein Elektromotor kommt da rein. Ja. Und dann da drauf die. Ja, weiß ich, ich habe, aber was ganz selten ist, ich habe 3 Gang Schaltnaben. Mit Nabenmotor. Ach, ey, ja, also ist aber eben 3 Gang eben nur. Aber weil für mehr ist nicht Platz in diesem Ding, weil der Motor muss ja noch irgendwo hin. Okay. Ist auch noch was, also aber ist eben total. Oder was noch ganz neu ist? Oder die sind vielleicht 2 Jahre alt oder so. Ja. Was Japanisches oder was ist das? Nee, ne, Bionics. Bionics. Also das ist nur Kanadier gewesen. Ne? Irgendwas tutet, ist auf alle Fälle. Na hey, boah, das werden sie alle in China, müssen wir uns hier schon machen, oder? Na, aber die kosten ja, braucht eben noch 400 Euro, die Dinger. Und die sind aus dem Leasing. Super. Ja, das ist jetzt sehr schwierig, aber. Die sind aus dem Leasing irgendwie zurück, rückläufig. Also, ja. Und die werden dann nicht mehr weiter da wenden. Immer bei den Rädern die neue Generation, die ganz neue und immer eingebaut. Ne? Ja. Ja, klar. Ja, ich meine, das ist mit den Heckmotoren, die sind ja eh nicht so beliebt. Die Leute wollen ja alle ihre Mittelmotoren haben von Bosch und so. Ne? Ja, aber Front ist noch schlimmer als Heck. Und Mittelmotor ist ja nicht so gut. Ich finde, der Heckmotor ist gut. Super. Der Heckmotor ist das Beste, schön, ja. Weil der Antrieb leidet unheimlich auf diesen Mittelmotor. Weil der wird permanent wird die Kette gezogen. Genau. Und dann überall die Gänge rein, wenn du schaltest. Ja, das ist nicht. Das ist nicht. Okay. Ja, gut, wart. Na, gut. Dann. Kannst du wenigstens schieben. Ja. Na denn? Na, das ging ja ruckzuck. Ja, ist ja gerade total wenig zu tun, auch das sehe ich gut, okay. Ja, da war doch schön, aber eine Utopia, ein Tretlager-Ausbau gemacht. Und hier haben wir dieses flippige Rad, ist schon okay. Oh, da werde ich jetzt das Foto neu erneuern, was ich davon habe. Schon flüssig. Die Farbe ist schon flüssig. Oh Mann, ey. Also man muss ja mal eins sagen, so voll das Tier auch immer aussehen mag, wenn ich das zusammengeschnitten habe, alles. Aber das ist es nicht. Ich habe dazwischen stundenlang Zeiten, wo ich mir sehr viel Zeit nehme für Beratungsgespräche. Halt, Verkauf läuft gar nicht, überhaupt nicht. Also ist absolut null. Seit jetzt 2-3 Wochen oder was. Vielleicht mal ein Rad für ein, weiß ich nicht, was war denn das letzte? Weiß ich nicht. Also das, die Straße ist auch tot. Wir haben, ist jetzt eine Sackgasse geworden, wenn die haben die oben die, Mensch. Die haben oben die Baustelle, eine Baustelle hingebaut an der Brücke
vorne bei uns und das ist halt so ein Verkehrsknotenpunkt und der ist komplett zu. Die ganze Kreuzung haben sie zugemacht. Bis Dezember ist jetzt tot. Kein Durchgangsverkehr mehr. Merkst du sofort. Ist total ruhig, die Straße, kommt keiner mehr. Das auch noch. Erst Corona, jetzt die Baustellen. Überall kannst du nirgendwo mehr parken. Und Räderverkauf ist gar nichts mehr. Ein paar Reparaturen. Ich habe meine Stammkunden, okay, habt ihr ja gesehen vor Ort. Das ist ganz nett. Ich schneide das halt so, dass es auch ein bisschen interessant ist, wenn ihr jetzt den Livestream hier hättet. Ihr würdet euch ärgern, dass wir hier einen Livestream machen. Direkt aus dem Shop, weil das ist zu langweilig für euch. Schwöre euch. Das würde keiner sehen wollen. Gut. Was ist das? Gibt ja auch die Tage, an denen ist richtig was los. Aber in letzter Zeit ist das alles nichts. Einfach mal nichts. So viele Räder wie in letzter Zeit habe ich schon lange nicht mehr während der Öffnungszeiten aufgebaut. Also das ist echt enorm. Mal hier nochmal rumgefummelt, da nochmal einen Namensservice gemacht. Das sind ja alle Dinge, das mache ich gerne für einen Kunden oder so, weil dann eben bezahlt wird und dann hast du ein bisschen Geld in der Tasche. Aber so, ich gebe ja nur aus gerade. Ich gebe nur aus, auch für die aufzubauenden Räder. Ich gebe immer aus. Das geht immer raus. Das geht halt raus. Das ist mal richtig nervig gerade eigentlich. Und hier steht ja wieder das nächste Rad. Da müssen ja auch nur zwei Laufräder ran und. Ich werde hier auch irgendwo was finden. Mal schauen. Ich habe einen Keller voll mit Zeug zum Schrauben, aber ich habe keinen Platz mehr, um das zu präsentieren. Und wenn es dann letztlich fertig ist und keiner kauft und das so lange steht, bis man es eigentlich wieder schrauben muss, ja, wenn die Teile hier 5-6 Jahre stehen, und gerade diese Billo-Räder, also nennen sie mal Billigräder, ja, die eben nicht 500-600 Euro kosten, das rechnet sich ja eigentlich nicht. So ein Rad für 500-600 Euro ist halt, ja, irgendwann ist es halt verkauft, na, ist gut, aber wenn du so 80 Euro nimmst für ein Fahrrad, dann ist halt grenzwertig. Also im Moment läuft es kurzum einfach überhaupt nicht, ja, nicht mal so gut. Ja, bitte? Ja. Tschüss, jemand. Schönes Leben. Sie wünschen? Du sitzt und wartest auf Kunden. Das ist voll langweilig. Voll langweilig. Schau es hin. Nimmst du ein Bier mit? Ja. Gut. Leg mal dich hin. Dann so, ja, ja. Ja, nimm doch gleich die Flasche mit. Komm her. Köpfchen. Oh, ja. Nimm das Köpfchen gleich. Ist das alles für die da? Ja, ich glaube, ja, du hast gehört. Ja, halt mich auch noch schön. Habt euch glücklich. Oh, tschüss. Hat er ausgemümmelt? Jawohl, hat er ausgemümmelt. Nehme ich mit. Ich meine, habe ich ausgemümmelt. Tommy, grüß die Familie, wenn du zu Wort kommst. Ja, na, die schlafen. Da kann ich die alle zutexten. Die hören nicht. Die widersprechen nicht. Jetzt komme ich rein und erzähle alles, was die mir gesehen haben. Sind nicht mehr widersprechen. Ich mache jetzt aus hier, ja. Du, hier ist der Kaiser nicht mit drin. Ne, den Kaiser habe ich noch nicht mit drin gemacht. Kannst du mir sagen, toll, was der kostet? Ja, kann ich. Soll ich jetzt mal ausmachen, die Kamera? Ich will mal weggehen. Ich will mal nochmal auf. So, die Kamera machen wir jetzt aus. Nämlich, jetzt ist irgendwie Feierabend. Meine Güte, ist auch spät auch. Schön spät geworden. Da, unglaublich. Da. 23:45 oder was? Gleich, nee, 22:30, hat er gesagt. Mhm. Kamera raus. Genau. Dann ciao, gute Nacht, schlaf gut, wir sehen uns morgen wieder. Nach der Tommy. Der ist nicht liefer.